und so ein paar Ausschnitte aus diesen Feedback-Berichten von Klinik-Clown-Visiten wird Ihnen nun, Moment, wieso ist das so schwer, wird Ihnen nun der Chef des Hauses, Intendant Rainer Menneken, zu Gemüte führen. Bitte schön. Der Spaß steht in der Mitte. Davor ist das Engagement der Klinik-Clowns und in der Praxis kommt dann der Spaß und die Wirkung des Spaßes und dann kommt als dritter Punkt das Erlebnis und die Reaktion und das, was an diesem Spaß berührt und bewegt. Dazu gehören auch die Äußerungen, die gesammelt wurden und woraus ich jetzt ein paar Beispiele vortragen kann. Einen Erlebnisbericht. Bei einem Teamtraining in Steyr wurden wir längere Zeit von einem älteren Herrn beobachtet. Nach einer Weile kam er zu uns und fragte, ob wir eventuell kurz zu seinem Enkel kommen könnten, denn ihm ginge es nicht gut. Wir sind also zu diesem kleinen Jungen ins Zimmer, es war so etwas wie ein Intensivbereich, und haben sehr vorsichtig und leise gespielt. Der kleine Bub war voller Infusionen und Schläuche und wirkte sehr erschöpft. Seine Eltern und Großeltern wirkten sehr traurig, doch hin und wieder konnten wir ein Lächeln in ihren Gesichtern sehen. Und nach einer Woche waren wir wieder in Steyr. Der kleine Junge war zu dieser Zeit schon auf der Kinderstation und er war wieder gesund und wohlauf. Wir hatten eine sehr lustige und lebhafte Visite in seinem Zimmer und als wir das Zimmer verließen, kam der Großvater auf uns zu, bedankte sich und sagte, ihr habt meinem Enkel das Leben gerettet. Ich antwortete, dass sie das den Ärzten im Krankenhaus zu verdanken hätten, doch er sagte so etwas wie, natürlich, aber auch ihr habt einen großen Beitrag dazu geleistet. Eine E-Mail zum Dank. Hallo, liebe Klinik-Clowns. Wie heute per Telefon versprochen, schicke ich euch meine Eindrücke zu eurem Besuch bei meinem Vater. Primär Überraschung, dann Entspannung, Loslassen, Leichtigkeit und Neugierde und am Schluss habt ihr mir die schönste Freude gemacht. Als ihr reingekommen seid, war ich zuerst ziemlich verwundert, wer ihr seid, aber eure Nasen haben euch verraten. Es steht ein Smiley daneben. Ihr habt so eine positive Stimmung ins Zimmer mit reingenommen, es war plötzlich nicht mehr alles so schwer und ich war gespannt, wie Papa reagieren würde. Schließlich lebt er schon seit längerer Zeit in seiner eigenen Welt. Irgendwie durften wir plötzlich wieder fröhlich sein. Das hat sich echt gut angefühlt. Und am Schluss, als ihr uns die Nasen aufgesetzt habt, hat Papa zuerst gegrinst und dann richtig gelacht. Das war das erste Mal seit Monaten. Das war so etwas Besonderes. Ein schöneres Geschenk hättet ihr mir nicht machen können. Nach eurem Besuch ist es uns allen richtig gut gegangen. Danke nochmal und liebe Grüße von Andrea. Ein Einsatzreport aus einem Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit KIPP Children Care, wo die Klinik-Clowns Oberösterreich chronisch kranke Kinder auch zu Hause besuchen. Lisa ist aufgrund von Erkrankung im Säuglingsalter mehrfach schwer behindert. Vor dem ersten Besuch von Dr. Ultraschmal gab es ein ausgiebiges Telefonat. So lerne sie Lisa vorab ein bisschen kennen. Lisa war an diesem Tag sehr gut drauf und als die Clownin singend bei der Tür hereinkam, war sie nicht mehr zu bremsen. Es war beachtlich, wie Lisa selbst aktiv wurde, das Miteinander genoss und dabei so viel lachte, dass sie zwischendurch sogar eine Verschnaufpause brauchte. Wir waren neugierig, ob das vielleicht nur einmalig war, doch es wurde jedes Mal eine Stunde daraus und man merkte, dass sich Lisa schon richtig auf den Besuch freute. Bei den anschließenden Gesprächen tauschen wir mit Dr. Ultraschmal unsere Beobachtungen aus und ich freue mich immer wieder, was für ein tolles Kind Lisa ist. Diese Besuche sind für uns eine große Bereicherung und wir sind heute schon sehr traurig, wenn es das letzte Mal sein wird. Der rote Punkt.
In der Palliativstation Steyr wurde ein Herr mit starker Dyspnoe, fortgeschrittene COPD, von den Klinik-Clowns besucht. Er teilte ihnen gleich vor Beginn mit, dass sie ungelegen kommen bzw. unerwünscht seien. Es war auch für die Clowns ersichtlich, sodass sie gleich wieder den Rückzug aus dem Zimmer antraten. Kurz bevor sie allerdings aus dem Zimmer gingen, montierte eine der Damen noch eine rote Nase an der herabhängenden Patientenglocke mit der Info an den Patienten, dass dieser rote Punkt gut gegen Luftnot helfe, wenn man ihn drückt. Am nächsten Tag rede ich den Patienten auf den Clownsbesuch an. Er habe wohl nichts mit ihnen anfangen können. Das kann er bestätigen. Sehr wohl allerdings bestätigte er bereits öfters bei Atemnot den roten Punkt, den sie dagelassen haben. Sie glauben sicher, ich bin schon ganz deppert. Auf die Frage, ob das Drücken denn hilft, antwortete er: Irgendwie kommt mir das schon so vor. Ich überprüfe den Füllungszustand der Nase und halte ihn an, ruhig noch öfter zu drücken. Es sei noch genug Luft darin. Eine Mutter schreibt über den Krankenhausaufenthalt ihrer Tochter Folgendes. Das Schönste war der Besuch der Klinik-Clowns. Da wurde dann noch Donnerstag und Freitag drüber geredet, die Nasen überall hingezwickt, um- und aufgesetzt. In Lindes Zimmer waren zwei Mädchen mit psychosomatischen Beschwerden. Eines aus Bosnien, eines aus Kroatien. Sie waren 1 und 3 Jahre alt, als der Krieg begann und ihre Heimat und Familie zerstörte. Eines hätte ich euch allen gewünscht, den Blick zu sehen, die Entspanntheit, das Lachen in den Augen von Linde, als sie mir vom Besuch der Clowns erzählte und wie diese alle drei zum Lachen brachten. Und zum Schluss eine Stammkundin, 19 Jahre alt, Melanie, auf der Kinderstation Wels-Grieskirchen. Liebe Klinik-Clowns, ihr habt mich, seitdem ich klein bin, begleitet. Später dann, als ich schon älter war, wart ihr schon wie liebe Freunde, die mich halt im Clownskostüm besuchen, um mich zu fragen, wie es mir geht. Selbst als ich schon erwachsen war, wusstet ihr stets, wie ihr mich zum Lachen bringt. Ich bekam nun im Oktober 2013 meine neue Lunge und bin deshalb so gut wie nie mehr stationär. Wollte nur mal liebe Grüße dalassen und hoffe, dass ihr alle noch ganz lang Lachen dorthin bringt, wo man oft weinen muss. Ihr tut allen gut und ihr macht eure Sache spitze. Dankeschön. Kurzer Umbau.